HiFi Deep Dive. Heute im Vergleich Dali Core versus Dali EpiCore 11, die kleine Schwester, die ja von der Höhe her gar nicht so viel kleiner ist. Wir haben uns ja also das heute mal aufgebaut. War grundsätzlich nicht einfach, das hier in die Villa zu verschaffen. Sehen wir hier auch an den Bildern. Endlich war es irgendwann soweit mit dem Laster vorne an unser Sandsteinportal. Und dann haben wir die hier eingefahren, die Dali Core. 1,5 Jahre später wurde dann endlich die EpiCore 11, die kleine Schwester, geliefert. Nicht weniger spannend, deutlich leichter. Die große wiegt über 150 Kilo, die kleinere die Hälfte. Das macht hier schon mal einen erheblichen Unterschied. Wir durften ja damals die Dali Core schon bei der High-End erleben, bei der Premiere. Haben da auch einen Film gedreht, direkt vor Ort. Das war klanglich ziemlich beeindruckend. Die liefen mit NAD-Endstufen vor Ort, also wirklich mit Class D-Endstufen und einem Blue Sound Streaming Modul. Also jetzt als Quellen wirklich kein Ultra-High-End da eingesetzt. Und das Ergebnis war schon recht frappierend. Da muss man sich dann schon Gedanken machen, was hat dazu geführt, dass der Lautsprecher zu so einem Ergebnis kommt. Es gibt ja einige Lautsprecher der Superlative auf dem Weltmarkt. Die kosten viel Geld, die Dalis, aber für das, was sie leisten, scheint das eher noch günstig zu sein, was hier dargeboten wird. Der Sinn und Zweck heute vom HiFi Deep Dive ist, den Vergleich hier zu hören. Was kann die Ur-Core besser als die EpiCore 11? Und was macht trotzdem die EpiCore 11 so interessant? Da komme ich auch gleich nochmal dazu. Und das werden wir uns hier anhören und darüber werde ich berichten und währenddessen eben auch noch ein paar Details hier über die Lautsprecher erzählen. Also die Core ist fast 1,70 Meter hoch. Die ist 1,60 Meter ungefähr hoch, aber natürlich ganz anders vom Body gestaltet. Was hier an Aufwand an Gehäuse getrieben wurde, war bei der Core schon einzigartig. Das ist also ein aufwendig gebautes Sandwich-Gehäuse mit einem kompletten Aluminium-Gussteil, in das die Hochmitteltoneinheit hier eingesetzt wird und einem sehr, sehr schweren Sockel aus zementbasiertem Kunstharzgebinde, an dem dann diese monumentalen Spikes eingelassen sind, um der Energie, die dieser Lautsprecher macht, auch irgendwie Halt zu geben. Und genau die Punkte, da sehe ich auch mal die größten Unterschiede, sind bei der EpiCore etwas einfacher ausgeführt. Die hat zwar auch die Mittelhochtoneinheit, die übrigens grundsätzlich technisch dieselbe ist, auch in einem Aluminium-Plate, das ist aber nicht so umfangreich und ausladend. Der Sockel ist anderer Natur, die hat einfach Auslegerfüße, wo der ganze Lautsprecher drauf gehalten wird. Innen natürlich auch aufwendig versteift und einzelne Kammern. Und dann ist das mit dem Bass eben auch anders gelöst. Ne? Währenddessen die Core zwei von diesen riesigen 29 cm Treibern hat, zu deren Technik ich auch gleich noch ein paar Sachen sage, haben wir hier vier Stück 20er Treiber. Ergibt eine ähnliche Membranfläche, aber die Performance und der Antritt ist nochmal ein ganz anderer bei der großen als bei der schlanken kleinen Schwester. Was die beiden eint, ist die Mittelhochtoneinheit. Hier auch der 18 cm Mitteltöner mit der Hartfasermembran und Doppelschwingspulenantrieb, die gegeneinander arbeiten, sodass sich im Grunde genommen auch kräftemäßig das wieder ausgleicht. Das Gleiche wird ja hier auch in den Basssystemen eingesetzt, aber das schauen wir uns dann nochmal genauer an. Richtig interessant finde ich die Konstruktion der Hochtöner. Man hat immer das Problem bei Mehrwege-Konstruktionen, also die aus Bass, Mitteltönern und Hochtöner bestehen, eine Frequenzweiche dazwischen zu schalten, die das so aufteilt, dass ich keine Probleme an den Übergängen, an diesen Übernahmepunkten habe. Und eine normale Hochtonkalotte oder ein Bändchen, die haben einfach ihre Grenzen nach unten. Die muss ich abkappen. Die laufen normalerweise nicht unter 3000 Hertz. Und diese Kalotte hier, die ist besonders groß. Die ist nämlich 35 mm, also 3,5 cm groß.
kann also rein von der Membranfläche her deutlich weiter runter, so dass der Mitteltöner weiter unten ansetzt. Und dann hat der die Probleme nicht, dass er höhere Lagen aus dem Präsenzbereich zum Hochtonbereich auch noch wiedergeben muss. Und das führt natürlich auch noch zu einer erheblichen Blasbarkeit. Dazu wurde hier ein Kunstgriff verwendet, den die Hochtonentwickler eigentlich ungern machen. Hier wurde auf das Ferrofluid verzichtet, was normalerweise nicht nur zur Kühlung dient und die Belastbarkeit erhöht, sondern Ferrofluid dient auch dazu, dass die Schwingspule immer zentriert ist. Wenn ich darauf verzichte, was enorme Vorteile hat in der Geschwindigkeit und der Präzision der Hochtonwiedergabe, dann muss ich das per Hand so einsetzen und zusammenbauen, dass das dauerhaft sauber zentriert bleibt und da keine Probleme entstehen. Das hat Dali geschafft. Und das sind so Punkte, das dauert einfach Jahre, sowas zu entwickeln, bis das sauber funktioniert, bis mir das nicht zusammenklappt, es doch Berührungen gibt oder die Spaltmaße zu eng werden, die Toleranzen nicht eingehalten werden können. Das macht wirklich erhebliche Unterschiede. Und genau an diesen Punkten hat Dali angesetzt hier, um sich auch weit vom normalen Lautsprechermarkt zu entfernen. Dali selber kommt ja nun aus Dänemark. Die sind auch komplett in Dänemark gefertigt, die Lautsprecher. Dänemark hat natürlich eine große Historie im Lautsprecherbau mit Dali-Firmen wie Dune Audio, die daherkommen. Da werden die Chassis selber gebaut, die Gehäuse werden dort gebaut. Viele andere Lautsprecherhersteller haben immer schon ihre Gehäusewerke in Dänemark gehabt. Das sind alles Punkte, die können. Dennoch gibt es Sachen, die brauchen einfach Zeit. Und wenn ich so ein Basssystem habe und möchte das richtig belastbar machen und verzerrungsarm, auch bei sehr hohem Schalldruck, dann muss ich schauen, dass ich die Materialien, die ich da einsetze, dass das auch dauerhaft so funktioniert und das Ergebnis macht. Das dauert einfach Zeit. Wenn man sich anguckt, was da ein Antrieb drauf ist auf den Basssystem, das ist ja riesig. Wir sehen das hier nochmal im Bild, das haben wir auf der High-End fotografiert. Also die Chassis selber sind enorm und selbst in den Frequenzweichen, die eingesetzten Luftspulen sind so konstruiert, dass diese üblichen Probleme, die bei solchen Bauteilen, wenn die mit viel Strom durchflossen werden, erzeugt werden, gar nicht erst auftreten. Und das hört man am Ende. Also nochmal, sowas zusammenzubauen und zu konstruieren, das ist diesen Pegel kann und den Dynamikumfang auch erreicht, geht natürlich dann hier nicht ganz so. Wobei man sagen muss, Hut ab, was da rauskommt aus dem Viererpack 20er Treiber, was leichter zu konstruieren ist als diese großen Oschis da vorne. Ja, das kann sich schon hören lassen. Farblich gibt es die Core tatsächlich nur in dieser Oberfläche. Hochglanzgehäuse. Erinnert ein bisschen an frühere Makassar-Oberflächen, ist etwas ruhiger. Die Epicore gibt es dann jetzt schon in drei Farben, nämlich in Hochglanzschwarz, in Kastanie, das ist etwas rötlicher und dunkler als der Ton, den wir hier haben. Wir haben die hier in Walnuss-Hochglanz und das finde ich auch wirklich sehr schön und sehr modern und beide auch sehr zeitlos. Man sieht natürlich, dass das eine Klangskulptur ist und sich jetzt nicht irgendwo bescheiden hier versteckt. Das muss man wollen, aber man wird ja dann auch belohnt mit dem Ergebnis, was daraus kommt. So, jetzt starten wir hier mal mit dem Vergleich. Hört zuerst die Epicore 11 mit verschiedenen Stücken. Ich fange mal an mit Annette Louisien live in der Elbphilharmonie. Sehr interessante Aufnahme, da geht es um Fokus, um die Atmosphäre, um die Klangfarbe. Das Gefühl ist aus der Kiste raus und es sieht wieder so blendend aus und das Leben wird zum wahren Haus. Ich behalte es gleich an. Ewigkeiten kommen und gehen. Ja, das ist auch bei der Epicore 11 schon absolut faszinierend, wie holographisch die Abbildung hier ist es. Man badet da quasi in der Stimme. Ich streame das hier übrigens über Tidal und zwar direkt hochaufgelöst in einen AVM-Multiplayer, in den MP8.3. Der geht in die PAS 8.3 Vorstufe und dann in die SA 8.3 Endstufe, die hier ganz schön Schub macht. Um jetzt mal hier
Dynamik und Druck zu testen. Marian Hill, Differently. Ja, da haben wir einen infernalischen, tiefen, elektronischen Tiefbass wie an der Schnur gezogen. Bin gespannt, wie das auf der anderen klingt. Und dann machen wir zuletzt einen zeitgenössischen Komponisten, nämlich Arash Safarian. Der spielt hier auch eine Toccata, also eine Bach-Inszenierung, die sehr dynamisch ist, auch sehr nach vorne spielt und dann aber die ganz große Breite nach hinten mit einem riesigen Orchester aufmacht. Dann für den Vergleich noch eins meiner liebsten Jazzstücke aus der Zeit, wo wir selber so viele Platten und Musik auch verkauft hatten früher. In den Läden von Siri Svale Band, Don't Explain. Sehr schön und sehr nah eingespielt. So, jetzt spielen wir das Ganze rückwärts. Also alle vier Stücke, die ich eben auf der Epico 11 gehört habe. Fange ich jetzt mit dem letzten an, das war die Siri Svale Band mit dem Don't Explain, jetzt auf der großen Chor. Quiet, don't explain. Ja, das ist gerade bei dem Stück mit dem intensiven Basslauf ist das deutlich sauberer. Völlig, völlig schlackenfrei und unaufgesetzt auf der Chor. Da wirkt die Epico ein Tick unausgeglichener, wirkt auf jeden Fall sehr lässig, sehr weit von der Bühne. Der Lautsprecher verschwindet und der Bass zeigt dir überhaupt keinen Ansatz von irgendeinem Dröhnen. Schauen wir mal, was die Klassik macht. Ja, das von ganz großer, unaufgesetzter Natürlichkeit, völlig unprätentiös und selbstverständlich, das ist auch, ich höre jetzt gar nicht so extrem laut, sehr umfangreich. Dann kommen wir zurück zu den etwas intensiveren Stücken, wie jetzt hier Marian Hill mit dem Differently. Und mal gucken, was da kommt. Ja, das ist im Tiefbass natürlich ein ultimatives Erlebnis, rein von den Abstufungen her. Das ist ultra sauber, geht ganz tief runter und zeigt jede kleinste Nuance im Unterschied, auch wenn sowas elektronisch erzeugt wird. Und dann so eine festgenagelte Stimmabbildung, sehr angenehm. Dann gucken wir nochmal nach der Stimme von der Annette Louisien live. Ja, ist erstaunlich, was so eine Aufnahme hergibt. Da tut man verschiedene Unzulänglichkeiten im Klang ja oft den Aufnahmen zusprechen. Hier muss man sagen, das haben die sauber produziert. Hier ist das Verhältnis von gespielten Instrumenten auch zu dem Bass viel klarer, viel richtiger und die Stimme ist da drin positioniert, das ist wirklich einzigartig gut. Und die Lautsprecher sind auch beide eingespielt, die Chor sowieso haben wir ja schon länger, aber auch die Epichor 11 haben wir hier lange, lange laufen lassen, spielen also beide mit dem, was sie können, an der warmen Anlage. Oh, der Unterschied ist nicht so klein, sind beides fantastische Lautsprecher, aber Hut ab. Ja, wir haben das Ganze ja jetzt ausgiebig angehört und getestet mit verschiedenster Musik und auch in unterschiedlichsten Lautstärken. Und der Eindruck, den ich von Anfang an von der großen Chor hatte, war, was Pegel, Druck und Dynamik angeht, bei gleichzeitiger Offenheit und Sauberkeit, ist die große kaum zu schlagen. Das muss man
ganz klar sagen, braucht auch ganz schön Verstärkerleistung. Wir haben ja hier eine SA 8.3 mit am Start hier. Da gehen aber auch gerne die Monoblöcke, also bei der Core habe ich, was Verstärker angeht, keine Limits. Das wird immer besser und geht auch immer lauter, je nachdem, wie viel Leistung dann der Verstärker hat. Bei der Epicore ist das anders. Die hat die Grund-DNA, die Gene sind ähnlich. Also man hört, dass die Abbildung im Hochmitteltonbereich ähnlich ist wie bei der Großen, dass sie auch sehr verzerrungsarm spielt. Das gesamte Klangbild wirkt aber deutlich weicher, sanfter auch fast schon. Also die Klangcharakteristik selber ist anders. Bei der Großen von enormer Spannkraft, die lässt zu der kleineren etwas nach. Dennoch muss man sagen, ist die Epicore F für sich gesehen ein Riesenerlebnis, auch was den Bassdruck und auch den Schalldruck angeht. Die Core, die Große, ist wie so ein großvolumiger V8, währenddessen die Epicore sanft, kleineren Hubraum, mehrere Turbolader, aber unglaublich sauber konstruiert und angesteuert vorgeht. Und so kann man da vielleicht mal ein Gleichnis erstellen zur Wiedergabe. Wir haben die Epicore auch nicht nur mit ihrer großen Schwester verglichen, sondern wir haben die hier auch mit anderen Lautsprechern schon im Vergleich gehört. Und was da wirklich herausragend kommt, ist die Basswiedergabe. Und zwar nicht nur im Tiefbass, da macht auch die Epicore 11 ordentlich, sondern auch der Oberbass ist sehr voluminös, sodass die Musik einfach Körper und Volumen bekommt. Da ist die große Core ein Tick wählerischer, empfindlicher. Das kommt hier sofort. Auch an Vollverstärkern, auch an kleineren Verstärkern ist hier sofort maximales Ergebnis da. Und obenrum hat das die Sanftheit und die Weichheit fast schon, wie ich das von Elektrostaten gewohnt bin. Ne? Also das Klangbild ist verschieden von den beiden Lautsprechern. Das ist also nicht so, dass sie sehr, sehr ähnlich klingen. Man hört Anteile, die auf die gleichen Wurzeln hindeuten, dennoch sind sie von ihrem Ausdruck grundverschieden. Ja, das war's heute mit dem Hi-Fi Deep Dive. Kampf der Giganten DALI Core gegen DALI Epicore 11. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht. Sie konnten viele Informationen mitnehmen. Mehr Infos zu den Produkten gibt es auch direkt unterhalb von dem Video. Es würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder reinschauen, wenn wir hier im Hi-Fi Deep Dive Produkte vorstellen oder solche Lautsprechermonumente vergleichen. Bis demnächst.